Hi, bravo.de und willkommen zu Bravo Web TV. Auf meine Kollegin Julia warte ich schon vergebens. Ich weiß nicht, wo die abgeblieben ist. Fange ich schon mal an. Ah, doch nicht. Oh, sorry, mein Flieger hatte Verspätung. Ich komme direkt aus Hollywood. Ich bin irgendwie noch total Oh gestresst. Gott, so siehst du auch aus. Was ist denn da für ein komisches Viech dabei? Aber ich habe einen Trend mitgebracht, direkt aus Hollywood. Und zwar ist das ein Maltipoo. Also Aha. Handtaschen waren gestern. Hollywood-Stars tragen heute Maltipoos. Das ist ein Mischling aus einem Malteser und einem Pudel. Und ja, Ashley Tisdale hat natürlich einen, Miley Cyrus hat einen, Selena Gomez hat einen, Rihanna hat einen, Vanessa Hudgens, Und du alle. musst natürlich jetzt auch einen haben, Ich ne? habe auch Wie einen. heißt der nochmal? Barbie Boo. Oh, ganz Der ist doch niedlich, süß. oder? Ja, mega. Ich finde sowas nicht so toll. Am schlimmsten finde ich es auch, wenn die diese Hunde so anziehen. Mit so einem schönen Oh. Cape, Pulli, Schuhe. Ja, der ist doch süß. Nicht? Bah. Oh, du bist herzlos. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar Deutschrapper Bushido. Da hat uns Julian eine tolle News mitgebracht. Ja, das ist echt der absolute Wahnsinn. Und zwar wurde nämlich Bushido auf Platz 13 der unsexiesten Girls gewählt von den FHM-Lesern. Oh ja, ich habe mich da heute Morgen sehr drüber amüsiert. Grund ist, weil er. Zickig ist vielleicht? Also, wir wissen ja, der Rapkrieg mit Sido, der ist ja ständig voll im Gange und naja, er ist schon eine kleine Zicke. Wir haben uns eine kleine Montage überlegt, Bushido als unsexiestes Mädchen. Naja, Okay. lustig finde ich auch, Bill ist auf Platz 30 übrigens. Aber auf Platz 1 ist Charlotte Roach, die Feuchtgebiete-Autorin. Mit diesem Ekelroman hat sie natürlich jeden Mann verschreckt. Wen wundert es, dass sie da auf Platz 1 landet? Platz 2 die wunderschöne Amy Winehouse. Und auf Platz 3, was ich gar nicht verstehe, unsere süße Gülcan. Na, vielleicht wegen der Stimme. Genau, so ungefähr. Dann habe ich noch einen anderen Trend aus Hollywood mitgebracht und zwar Magerwahn, den Magerwahn. Das ist ja eigentlich nichts Neues, aber Magerwahn. es wird immer schlimmer. Wir müssen uns gerade mal Bilder hinten angucken und zwar Paris Hilton, Lindsay Lohan, immer mehr abgemagert, wiegen gerade noch mal 40 Kilo. Ich glaube, die essen maximal so einen Apfel in einem Monat. Ja, im Jahr reicht ja eigentlich auch. Ja, Ich finde so also. dünne Frauen ganz schön widerlich. Mach das bitte nicht nach, ja? Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Thema und zwar Wally, die Wally. DVD ist seit heute Wally. im Laden und wir stellen sie euch vor. Iva findet es auch toll. Die DVD ist heute raus und wir beide haben es im Kino angeschaut. Ja. Julia fand ihn. Scheiße. Ich fand ihn toll. Warum fandest du den eigentlich scheiße? Der war doch voll gut. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nach 10 Minuten eingepennt, weil der ist so schlecht. Der war aber, also für mich war der langweilig. Die erste halbe Stunde hat niemand mit mir gesprochen. Da muss ich ja einschlafen. Ach, der war total liebevoll gemacht und mega süß. Also das Einzige, was ich liebevoll fand, war eigentlich der Abspann. Das ist Muss ich echt ehrlich überhaupt sagen. keine Ahnung vom Film. Lass einfach sein. Aber du, Ja, ne? ja. Wir verlosen auf jeden Fall 3 Wally-Fan-Pakete mit DVD, mit einem Zauberwürfel-Wecker und einem Notizblock. Schreibt eine E-Mail mit der Beantwortung zur folgenden Frage: Auf welchem Platz der unsexiesten Frauen ist Bushido gelandet? An gewinnspiel@bravo.de betreff Wally, damit auch kein Spam damit in Verwechslung gebracht wird. Wiedersehen und bis morgen. Vielleicht Bravo, ciao. Wieder.